So, der erste Part, wo wir uns komplett was Neuem widmen, nämlich hier der Jagd nach den legendären Vögeln. Leider Gottes erstmal mit Arktos, weil das einfach das Unangenehmste ist, von dem was zu tun gibt, ist, nämlich wir müssen das Ding quasi, diese Illusion, die es erzeugt, austricksen oder sonst was. Jetzt stopp doch. Nein, euch wollte ich nicht aufwecken. Ja, wo ist es denn jetzt? Jetzt habe ich es vollkommen verloren. Arktos. Ich glaube, wir fliegen nochmal zurück. Das hätten wir aber auch wirklich besser machen können. Aber Hauptsache, wir haben es hinter uns, weil, wie gesagt, es ist... das Unangenehmste. Von allen. Mit seinen Illusionen. Arktos. Ich glaube, das war eh da hinten. Okay. Ja, wo ist es denn jetzt? Das ist einfach nur fies. Ah, nee, du bist zwar ein fliegendes Pokémon, aber nicht das, das ich suche. Ach, da unten. Meine Güte, ey. Stopp. Also wir müssen immer das Richtige erwischen. Oh shit. Jetzt fliegt's wieder weg, oder was? Oh! Gut! Jetzt dürfen wir es halt nicht killen, aber auf der anderen Seite hoffe ich doch, dass es nicht verschwindet, wenn wir das restarten. So. Machen wir doch nochmal Metallklaue, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, was soll das eigentlich für eine Musik darstellen? Das ist ja nicht so cool. Also mir gefällt die Musik gar nicht so sehr. Hätte man vielleicht einfach mal so einen Kanto-Remix nehmen können. Und ganz wichtig zu erwähnen, obwohl die Pokémon nach wie vor ihren Namen aus ihre alten Namen haben, haben sie jetzt Typen, die gar nicht mehr zu den Namen passen. Weil das Ding ist jetzt quasi ein Unlicht-Pokémon. Ja, ihr habt richtig gehört. Unlicht, das sieht ja auch so schattenmäßig aus, aber es heißt immer noch Arktos. Ach, schade. Und die haben einiges drauf. Wobei, jetzt muss ich sagen, die Musik geht eigentlich doch ganz in Ordnung. Ich will es halt nicht schwächen, es ist halt schon sehr angeschlagen und alles andere wurde halt... zu viel Step geben, nehme ich mal an. Ja. Das kann auch Psycho-Attacken. Ja, wir schauen uns das alles nochmal an. Es kann auch gut sein, dass es vom Typ Psycho ist.
Aber ich tippe auf Unlicht. Das habe ich jetzt schon wieder vollkommen vergessen, also. Das geht ja mal gar nicht. So, das halten wir jetzt besser aus. Und ich finde es auch gut, dass die auch noch auf Level 70 sind. Was ich wiederum nicht so gut finde, ist, dass das Ding nicht nachgibt. Aber gut, wenn man es uns so einfach machen würde, wäre das auch langweilig. Ja, da lohnt sich erst recht nicht das Angreifen. Also, die ein oder andere Nervenschlacht ist vorprogrammiert. Besonders wenn es häufig sehr lang dauert. Wir sind mal vom ersten DLC jetzt nicht so gewöhnt. Aber es geht in die richtige Richtung. Nur es wäre halt toll gewesen, wenn es schon im ersten Wurf geklappt hätte. Das ist mir sogar bei einem Pokémon im Pokémon Schwert gelungen. Ich weiß nicht mehr welches. Ich meine eines der aus Generation 5, mehr sage ich dazu nicht. Aber es kann ja immer noch Eisattacken. Nur es gibt halt keinen Step mehr drauf. Das macht es irgendwie ein bisschen unsinnig. Und schon haben wir 10 Bälle weggeworfen. Aber irgendwas Retro-mäßiges hat das Ganze schon. Ja, aber scheinbar scheint dieser eisige Blick auch nicht vom Typ Eis zu sein. Und so oft kann das Ding das doch auch nicht einsetzen. Oder hat es mittlerweile keine andere Wahl mehr. Das ist natürlich blöd, wenn die Attacken wieder mal nur mit Dinge mit wenig AP ausgestattet sind. Das ist dann natürlich dämlich. Selten dämlich, möchte ich sogar meinen. Ich will es halt bloß nicht killen. Das ist mein einziger Wunsch, den ich habe. Da muss man halt immer sehr vorsichtig sein. So, das macht möglicherweise hier bei dem jetzt nicht sonderlich viel aus, bei Phasma. Gehen auch die Star Wars Namen aus, das möchte ich auch so nebenbei erwähnen. Ach, aber jedes Mal beim zweiten Wackler. Natürlich wäre es auch sinnvoller, das Ganze in den roten Bereich zu bringen, aber ehrlich Leute, jetzt habe ich da keinen Bock drauf. Ist mir einfach zu riskant. Ja, und hier sterben mir ordentlich die Pokémon weg. Na komm, Ball Nummer 17 oder 18. Bitte. Ach, Menschenskinder. Petes kann diese Attacke anscheinend öfters als 5-mal einsetzen.
Ach, das ist doch einfach nur deppert. Auf der anderen Seite vielleicht mit einem Finsterball. Das wäre doch nur passend. So, jetzt muss ich hier auch Beleber einsetzen, was dumm ist ohne Ende, aber es geht nun mal nicht anders. Das Ding lässt mir keine andere Wahl. Ja, wobei, wenn es Psychoklinge einsetzt. Ja, Psybern. Steckt ihr das sonst wohin? Mensch! Okay, ich weiß schon, wenn ich wiederbelebe. Mann! Und dann kann es natürlich auch noch den eisigen Blick. Super. Also meine der absolute Albtraum wäre, wenn wir das Ding bis in die Verzweiflung reintreiben, weil das ist immer wieder sehr blöd. Ich finde generell, man sollte AP-Punkte bei wilden Pokémon abschaffen, weil das macht keinen Sinn. Wir haben so wenig Beleber, das sollte uns auch bedenklich stimmen. Gut, ansonsten kann das Ding nicht sonderlich viel stark attacken. Mensch, immer wieder an derselben beschissenen Stelle. Ja, also ihr seht, alleinig in einem Part oder allein an einem einzigen Pokémon kann man sich schon mal den ganzen Part ausbeißen. Das ist traurige Realität. Weil wie gesagt, ich traue mich einfach nicht, da jetzt noch irgendwie was Großartiges zu machen, weil ich habe keinen Bock mehr, dem Ding hinterher zu jagen, auch noch im nächsten Part. Dem Ding auch noch im nächsten Part hinterher zu jagen, so muss es grammatikalisch korrekt heißen. Gut, danke sehr. Komm auf! 30 Bälle habe ich jetzt schon wieder verschleudert. Mann, oh Mann! Ach, das ist einfach nur bitter. Ja, ich werde auch den Part nicht beenden, bevor wir hier durch sind. Das dürfte auch allen klar sein. Nehme ich mal zumindest an. Klar, eigentlich normaler. Okay, wir gehen auch jetzt langsam die Beleber aus, das ist auch Blödsinn. Normalerweise müssten wir es jetzt eigentlich in den roten Bereich erstmal versetzen, aber es lohnt sich in meinen Augen nicht sonderlich. Wobei, das mit dem 30. Ball war auch gelogen, das war der 25. Ja, kommt es jetzt nochmal, oder auch nicht. Ja, nehme ich auch gerne. Okay, scheint der Orkan mittlerweile auch auszugehen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Nur es wäre gut, wenn du jetzt eingefangen wirst. Komm, jetzt passen zur 15-Minuten-Grenze. Mensch! Bitte auf, Baby!
Meine Fresse. Ja, also ich verspreche bei den anderen Vögeln ein bisschen offensiver zu agieren, weil da kann ich sie auch besser fangen. Hier ist es ein absoluter Drahtseilakt. Na komm, bitte, 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 endlich. Nein! Mensch, ich will das Nachtjournal schauen. Och, meine Güte, niemand will mir meine Wünsche erfüllen. Gut, aber das Ding kann offensichtlich nur noch diese eine Attacke einsetzen, deshalb werde ich jetzt nicht gleich wieder auf den Elfmeter, genau, ja. Elfmeter und Pokémon, hurra, das gibt's jetzt auch plötzlich. Wäre auch passend, wenn wir es mit Obi-Wan fangen, weil dann kriegt der das ganze Erfahrungszeug ab. Aber wieder mal 35 Bälle verschmissen für den Scheiß. Jetzt geh endlich rein und halt die Schnauze. Ja, das bringt wenigstens nicht so viel, aber wie gesagt, einmal Metallklaue noch und das Ding ist weg. Ist bei so einer schwachen Attacke. Och, meine Fresse, Mann. Da werde ich aggressiv. Geht, meine Güte, da war der allererste Ball, den wir geworfen haben, war der beste und ich akzeptiere das einfach nicht. 40 Bälle verschmissen für einen Pokémon. Aber hier ist es mir halt zu riskant, ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Mit dem Scheiß hinterherlaufen, weil das ist bei dem Ding am allergemeinsten. Oder hebt es sich nochmal einen Orkan auf oder was? Davor habe ich ja am meisten Angst. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will meine Nachrichten schauen. Menschenskinder, verdammte Scheiße. Ja, in Folgeweiz muss ich mich heilen. Glücklicherweise habe ich da noch genügend. Also wir können das Spiel gerne noch bis Mitternacht bleiben. Ich scheiße jetzt auf die Nachrichten. Wird eh heute Abend noch nichts entschieden, was die Wahl angeht. Also, ja, wir haben heute US-Präsidentschaftswahl zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Jetzt Verzweifler ein. Ja, das ist nicht toll. Toll, wir haben noch einen einzigen Fangversuch. Super. Spitze. Toll. Komm, letzter Ball. Das wäre toll. Nein. Jo, also, nee. Muss mal schauen, wo wir da wieder hinkommen, wenn ich das neu starte. Ich muss es anders planen. Vielleicht kriegen wir es jetzt auch wieder direkt beim ersten Mal. Das wäre super. Weil ich würde am liebsten den Part beenden, um ehrlich zu sein. Der ist mir zu lang. Vielleicht sollte ich einfach nicht auf Stahl setzen. Aber da hinten mag das Ding. Okay. Halt, stopp. Und ich beende hier den Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.